Wem gehört die Federal Reserve? Das ist geheim. Und wir können nicht herausfinden, was los ist. Der Kongress hat sie geschaffen, aber sie ist nicht von der Verfassung autorisiert. Die Regierung kauft Geld von einem Privatunternehmen, welches das Wort staatlich im Namen hat und Vereinigte Staaten auf die Dollars druckt. Und die Regierung zahlt dann an die Federal Reserve zurück, die im Besitz von Privatbanken ist, deren Identitäten wir nicht mal alle kennen. Das Geld, das die Regierung an die Privatbanken zahlt, kommt von dir und mir. Warum soll die Regierung Geld leihen und Zinsen dafür zahlen, wenn sie das Geld ohne Zinsen selbst drucken kann? Die Federal Reserve ist genauso wenig staatlich wie Federal Express. Ich denke, niemand hat bislang eine vollständige Liste der Besitzer gesehen. Die Regierung arbeitet für eine Privatbank und die Privatbank arbeitet für ihre Besitzer. Die waren Bosse. Leute fragen mich über das Thema Demokraten gegen Republikaner und scheinen es nicht zu kapieren. Ich erkläre ihnen. Es ist organisiertes Verbrechen. Nenn einfach die Republikaner die Genoveses und die Demokraten die Gambinos. Die Typen an der Spitze betrachten das Ganze wie ein Casino-Würfelspiel. Sie machen viel Geld. Manchmal erschießt einer den anderen am Tisch, aber sobald das Spiel selbst in Gefahr ist, verteidigen sie es gemeinsam. Sie werden alle kontrolliert von denselben Machtgruppen. Wenn die Banken ins Spiel kommen und eine Partnerschaft mit der Regierung eingehen, dann bekommen die Banken das Monopol, Geld herauszugeben. Und die Regierung zwingt die Bürger, dieses Geld zu akzeptieren. Im letzten Jahrhundert haben sie ein Land von unabhängigen Besitzern in ein Land von Angestellten verwandelt. Und die Leute sind nur einen Schritt davon entfernt, Sklaven zu sein. Bei den meisten Leuten geht der Großteil des Geldes für Steuern, Zinsen und Inflation drauf. Dieses ganze Geld geht an die beiden Gruppen, die das Kartell bilden, und an ihren Partner, die Bundesregierung. Kein Zufall. Wenn der Kongress das Federal Reserve System beenden würde, ging es dem amerikanischen Volk also viel besser. Die Regierung soll jegliche Währung schaffen und in Umlauf bringen. Das Schaffen und Verbreiten von Geld ist das höchste Vorrecht der Regierung und die größte schöpferische Handlungsmöglichkeit. Das Umsetzen dieser Prinzipien wird den Bürgern immense Zinszahlungen sparen und Geld wird nicht mehr der Herr, sondern der Diener der Menschheit sein. Abraham Lincoln. Den jungen Menschen wird praktisch von der Kindheit an eingehämmert, dass Kredite wundervoll seien und man seine Kreditwürdigkeit nicht beschädigen darf. Man muss alles tun, um bei der Bank einen guten Kredit zu bekommen. Leute, die nicht ihr eigenes Land, ihre Häuser und ihre Geschäfte selbst besitzen und leiten, sind nur Schuldner. Die jungen Leute wissen nicht, dass sie in ein Spinnennetz gelockt werden. Eine Falle. Als wären sie in einem feudalistischen System. Und sie denken auch noch, die Situation ist wundervoll. Ich habe eine neue rote Corvette, bin für den Rest meines Lebens verschuldet, aber ich sehe richtig gut in dem Wagen aus. Es wurde entschieden, lass die Leute mehr Schulden machen, verleg die Arbeitsplätze ins Ausland und anstatt die Leute umzubilden, werden sie verdummt, damit die Mittelklasse verschwindet. Die meisten Bürger sind Futter für die Schuldenmaschine geworden. Wenn jemand Geld leiht, zieht er sich einen Strick um den Hals und dient dem Geldverleiher. Genau dafür ist die Federal Reserve konzipiert. Und jetzt hilft der von den Banken dominierte Kongress, die Leute noch weiter in die Falle zu drängen. Mit neuen Bankrottgesetzen, die es den Leuten schwieriger macht, Bankrott zu erklären und einen Neuanfang machen zu können. Während den Banken gestattet wird, immens hohe Zinsen zu verlangen. Auf diese Weise kooperieren die Demokraten und die Republikaner mit den Banken, um die Nation legal zu versklaven. Die Kreditkartenindustrie spendet viel an Politiker. Und es scheint einfach so dreist. Die Kreditkartenunternehmen geben Geld an die Regierung, damit jene sie schützt, ganz egal, wie sehr es der Wählerschaft zum Nachteil ist. Ja, das passiert ziemlich oft. Der Präsident wählt den Vorstand des Federal Reserve Systems aus einer Liste aus, die von den Bankern selbst vorbereitet wird.
Die Suche nach einem Nachfolger für Greenspan geht weiter und wird von einer kleinen Gruppe von Leuten betrieben, die eine Liste mit Nominierungen ausarbeiten. Es ist wichtig, dass wen auch immer ich auswähle, als eine Person betrachtet wird, die unabhängig von den Politikern ist. Wenn das amerikanische Volk es den Banken jemals gestattet, die Herausgabe der Währung zu kontrollieren, dann werden die Banken und die Konzerne wachsen und den Bürgern sämtlichen Besitz nehmen, bis deren Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen, den ihre Väter erobert hatten. Thomas Jefferson. Die Federal Reserve ist also ein illegales Gebilde innerhalb der Regierung. Sie ist illegal. Was wir dieser sogenannten Behörde gegeben haben, ist die Lizenz zum Falschgelddrucken. Wie funktioniert die Federal Reserve? Sie geben einfach Zahlen in einen Computer ein. Oh, du brauchst heute 20 Milliarden. Hier hast du sie. Das Geld wird aus dem Nichts hergezaubert. Es wird an das Finanzministerium weitergegeben, das dann die Rechnung zahlt. Es ist also genauso wie das Spielgeld bei Monopoly. Die Lebenskosten sind heute so hoch, weil die Federal Reserve und die Bundesregierung die Kaufkraft des Dollars zerstört haben. Der Dollar ist heute tatsächlich nur noch 4 Cent wert. Obwohl uns die Regierung, die Federal Reserve und die Medien ständig versprechen, dass sie den Wert des Dollars schützen. Das ist eine Lüge. In allen Nationen, in denen versucht wurde, Geld aus dem Nichts herzuzaubern, ist die Währung letztendlich zerstört worden. Warum gaben wir ein Monopol auf das Schaffen von Geld aus dem Nichts an ein Privatunternehmen? Das Resultat ist das gleiche, als wenn jemand sie jedes Jahr ausraubt. Das ist, was sie tun. Ursprünglich war das Papier eine Quittung dafür, dass das eigentliche Geld existiert. Über die Jahre hat die Regierung das Papier schrittweise von dem eigentlichen, realen Wert abgekoppelt und jetzt haben wir Papier, das eine Quittung für gar nichts ist. In der Vergangenheit konnten die Leute ihre Quittungen, ihr Papiergeld, zur Bank tragen und dafür das Gold abholen. Dies limitierte die Menge an Papiergeld, die gedruckt werden konnte, und schützte die Kaufkraft unserer Ersparnisse. Jetzt wollen er und die anderen Zentralbanker ihnen weismachen, dass die Quittung, das Papier, das echte Geld ist. Das ist nichts weiter als ein Taschenspielertrick, ein Zauberkunststück. Um die Kontrolle über die Menschen und die Regierung zu behalten, müssen die Banker uns vormachen, dieses Papier sei wirklich Geld. Das ist die Essenz ihrer Macht und unserer Machtlosigkeit, unsere eigene Regierung zu kontrollieren. Was geschah mit dem Gold in Fort Knox? Niemand weiß das wirklich. Als ich im Goldausschuss diente, forderte ich eine Neuüberprüfung des Goldes und es wurde 15-2 dagegen gestimmt. Es ist das Gold der amerikanischen Bürger. Wir wollen eine Auflistung der existierenden Vorräte. Mir wurde gesagt, die Federal Reserve hat die Kontrolle über das Gold übernommen als Pfand für die Dollars, die sie drucken. Sie listen das Gold auf ihrer Bilanz. Wie kann die Federal Reserve, ein Privatunternehmen, das Gold auf ihrer Bilanz listen? Sie behaupten, sie bunkern es für das Finanzministerium. Wenn diese Privatbank das Gold kontrolliert, könnten sie Amerikas Reichtum gestohlen haben. Das ist möglich. Sollte der Kongress sich nicht erheben und fragen, wo das Gold ist? Die Fed wird nicht überprüft. Sie kontrolliert das Gold Amerikas und wird nicht kontrolliert? Nein. Arbeitet die Federal Reserve nicht unterhalb des Kongresses? Der Kongress ignoriert seine Aufsichtspflicht. Weder der Präsident noch der Kongress haben irgendwelche Kontrolle über dieses Kartell. Es hat nur den Anschein von Kontrolle. Die Federal Reserve hat mit Hilfe der Demokraten und Republikaner im Kongress die amerikanischen Bürger betrogen. Sie haben Amerikas Reichtum, das Gold, gestohlen und uns dafür ein Stück wertloses Papier gegeben. Und wieder mal kein Wort darüber von den Medien. Diese Betrügereien werden so lange weitergehen, bis der Kongress nicht mehr von den Bankern der Federal Reserve eingeschüchtert ist und der Kongress mit seiner Rechtsbefugnis die Federal Reserve auflöst und dem Verlust unserer Freiheit Einhalt gebietet. Gibt es ein Gesetz für die Einkommensteuererklärung?
kein klares Gesetz, aber sicherlich angedeutet. Es wird vollstreckt, aber gibt es ein Gesetz? Ich kann kein Gesetz benennen, nein. Aber wenn die es für das Gesetz halten und all die Waffen haben, wissen Sie, das ist eine autoritäre Herangehensweise. Aber das ist ein autoritäres System und kein Land des Rechts. Denkst du als Kongressabgeordneter, dass Amerika mehr und mehr zum Polizeistaat wird? Und wenn ja, auf welche Weise? Ich denke, wir bewegen uns dorthin, denn man kann nicht mehr viel tun ohne Erlaubnis. Ohne ein Polizeistaatssystem hat man die Freiheit, zu tun, was man möchte, solange man kein Verbrechen begeht. Heute kann man kein Geschäft mehr aufmachen oder Landwirtschaft betreiben ohne Erlaubnis. Man kann nicht mehr zur Bank oder zum Arzt gehen, ohne dass die Regierung davon weiß. Das Arztgeheimnis ist weg. Das Bankgeheimnis ist weg. Das Recht auf Grundbesitz ist praktisch weg. Man braucht für fast alles eine Erlaubnis der Regierung. Wenn das einen Polizeistaat definiert, dass man für alles eine Erlaubnis braucht, dann sind wir auf dem Weg dorthin. Ich hoffe, die Leute werden letztendlich die Nase voll davon haben und sagen, genug ist genug. Ich glaube fest daran, dass die Banken, die das Recht auf Herausgabe der Währung haben, eine größere Gefahr für die Freiheit darstellen als Armeen. Thomas Jefferson. Man muss verstehen, die Federal Reserve ist ein Kartell, bestehend aus mehreren Großbanken. Sie haben die Macht, nicht die Bundesregierung. Die Machtgruppe hinter dem System, die Banker, haben einen überproportionalen Einfluss auf die wirtschaftliche und politische Struktur des Landes. Das wäre der ultimative Eingriff der Regierung in unsere Gesundheit. Genauer gesagt, ein Eingriff einer bürokratischen, nebulösen, supranationalen Geheimregierung. Ich möchte den amerikanischen Bürgern einfach versichern, dass ich die Autorität besitze, dies zu tun. Die Bürger erwarten von mir, dass ich ihre Freiheiten beschütze, und das werde ich tun. Die Verfassung bewahren, sie beschützen und sie verteidigen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. So